Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Und wir gehen jetzt mal, machen uns mal auf den Weg und nehmen direkt mal die erste Mission an. Und ich muss mal gucken, vielleicht, also den ersten Tag lasse ich jetzt erstmal so. Aber ich glaube, ab dem zweiten Tag gehen wir mal doch lieber auf 2 Stunden hoch. Die Tage vergehen ja ultra schnell. Und ich meine, wenn du so mit mehreren Leuten spielst, sind das ja völlig in Ordnung. Aber wenn du halt so alleine spielst, dann hast du halt echt kaum Zeit für irgendwas. Ja, wir müssen uns so ein bisschen auf die Nacht vorbereiten können. Wir müssen so ein bisschen looten können. Mission nebenbei auch noch machen und so. Ach da. So, hier ist auch eine Tür offen. Ist das gut? Komm, die Sachen können da drin bleiben. Oh, was wie? Ah. Der lebt ja noch. Aber hier ist jetzt nichts aus, als wenn es irgendwie Essen gibt. Ah. Schade, hatte gar Haftfüll, finde ich schon direkt ein bisschen Verpflegung. Aber. Oh ja, zumindest Wasser haben wir schon mal gefunden. Gut, dann würde ich mal sagen, raus hier und wir gehen uns mal wieder auf den Weg der Mission. Noch 170 Meter. Alter Peter. Ja. Oh, ein Hühnchen. Voll süß und so. Ui. Industriegebiet. Gut, auch wenn die Ketten von dem Ding da ein bisschen komisch aussehen, aber okay. Ah ja, die Briefkästen sind auch immer actually ganz cool, weil hier sind immer so Hefte drin, ne? Die man gut lesen kann. Wobei ich mich frage, wie es dann später wird, weil in der nächsten Version soll wohl einiges geändert werden. Oh, das sind nochmal genau die gleichen Hefte, sehr geil. Ja, durch die Hefte kann man irgendwelche Skills bekommen. Zum Beispiel. Und rote Fässer sind auch immer ganz cool, weil in denen ist in der Regel immer Treibstoff. So, 70 Meter. Das müsste das Haus da hinten sein, ne? Das Graue. Ja, davon ist das Ding. Hallo. Das haben häufig Beute fallen. Cool. Ich dachte, das passiert wesentlich seltener. Nice. Das war, weil du mich angegriffen hast. Oh. Übrigens, er ist immer hier alles aus dem Helter mitnehmen, ne? Deswegen geht es immer so schnell, weil ich immer bloß auf R drücke. Solange wieder Inhalt interessant ist. So. Erste Mission. Das sieht aber nicht so übersichtlich aus. Keine Ahnung, was man hier mit Messing alles machen kann. Oh. Ah, schon wieder meine Ausdauer weg. Verdammt, dass man so wenig Ausdauer hat.
Weg mit dir. Oh, die haben wir hinten gegen die Wand. Lol. Das wäre bei auch ein schöner Bereich, ne? Hat man auch schöne Mauer, die man gut verstärken kann. 1200 geht eigentlich voll. Oh, ja. Dieser Ausdauer, ey. Bist du jetzt tot oder was? Der macht einen Lärm. Ah, bloß ein Glas. So, dann wollen wir mal reingehen, ne? Oder auch nicht. Ach, hier geht's rein. Konnichiwa. Boah, der Raum würde sich wirklich gut machen. Ah, Ausdauer. Warum nur mal diese Ausdauer? Aber hab ich gerade den falschen geschlagen, lol. Ich glaube, ich nehme sogar die Base hier. Die ist cool. Die gefällt mir. Ja. Alter, wie wenig hätte meine Ausdauer aus? Ist ja schlimm. Oh, you know what? Ich denke, ich nehme das Haus. Wo mache ich das Ding hin? Das ist die Frage. Boah, 5000. So, erstmal hier die Kisten durchsuchen. Ja, oh, Level 2 Messer. Totengräbermod. Oh. So. Ja. Ich stelle das Ding auf jeden Fall erstmal hier so hin. Bapp. Können wir also unser anderes Zeug alles gleich wieder mitnehmen. Damit das hier unsere Base. Müssen wir hier zwar ein bisschen verstärken und so, aber okay. Das sollte machbar sein. So. Oh, eine Taschenlampe. Sehr praktisch. Ich habe jetzt schon Hunger. Das hiebe doch ja nicht. Was? Ich höre komische Zombies. So, da vorne ist der Händler direkt. Das heißt, unsere Base ist noch gar nicht so weit davon entfernt, aber die sieht halt gut aus, sieht stabil aus und sieht vor allen Dingen so aus, als wenn man sie gut verteidigen kann. Weil die halt, ne, zum einen halt ein stabiles Steingebäude ist und auch noch einen Außenzaun hat. Also ich schätze mal, das ist schon eine gute Grundbasis für eine Base. Ach, ich wünschte, wir könnten die ganze Zeit rennen, aber das verbraucht einfach zu viel Ausdauer. Dann kommen wir aus dem Essen gar nicht mehr raus. Oh, wir haben gerade ein paar Nägel bekommen. Ja gut, einmal. Das reicht bei weitem nicht aus. Für eine richtige Holzkiste.
Was ist hier eigentlich? Achso. Das können wir garantiert nicht abbauen, ne? Ja. Sad life. Und dabei liegt er so bereitwillig. Verbessertes Fitting-Mod. Ich glaube, das hier macht am Anfang mehr Sinn. So, hast du irgendwelche Aufgaben? Noch mehr Zombies beseitigen. Let's go. So. Guck mal, da ist auch noch ein Haus. Da waren wir noch gar nicht drin. Bevor ihr hier die Schotten dicht macht, würde ich das Ding hier direkt mal abräumen. Kaffee. Ja, hoffen wir, die leere Gläser. Was ist los mit dem Typen? Wieso sammelt der leere Gläser? Halt, Kühlschrank. Naja. Ja, nicht wirklich geiler Stuff hier, aber ich meine, hey, es geht. Und es war auch noch nicht die letzte Etage. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Gibt's ja gar nichts, Alter. Was ist denn los? Wie enttäuschend, Alter. Da hat er überhaupt nichts gebracht hier. Der ganze Abschnitt war komplette Zeitverschwendung. Aber super. Gut, dann lass mal hinten hingehen und schnell unseren Stuff holen. Das nehmen wir auch mal mit. Jetzt rennen wir doch, weil die Zeit lang mal knapp wird. Andererseits ist halt Rennen relativ dumm. So, das andere können wir direkt mal zerstören. So. Falls wir hier ein bisschen Nahrung haben. Sollte das mit dem Sprinten auch besser gehen. Ah, nee, da, hier. War schon wieder viel zu weit. So. Dann gib mal her dein Stuff hier. Dankeschön. Das war alles? Lol, wir haben alles mitbekommen beim ersten Mal. Das ist nicht schlecht. Oh, ein paar Lockpicks. Gut. Ja, die ist jetzt natürlich umsonst, aber egal. Das wird ein langer Spaziergang. Oh mein Gott, das ist ein langer Spaziergang. Aber wie gesagt, Sprinten ist halt relativ dumm, weil er so überall an ist, bekommen wir auch kaum Stamina zurück. Das heißt, wir müssen die Stamina so gut wie möglich dafür aufheben, wenn uns ein Monster überrascht, dass wir das Ding besiegen können. Ohne dass es uns platt macht. So, ich setze gleich mal hier. Nee, halt. Wir wollen noch eine Karte. Ach ja. Schneller Wegepunkt. So. Aber gut, soweit ist der Weg ja gar nicht mehr. Das ist ja bloß noch ein Katzensprung. Da können wir von dort aus am nächsten Tag dann gleich das Ding da machen. Aber nach 22 Uhr will ich nicht mehr raus. Das wäre Selbstmord mit erhöhter Mordlust. So ungefähr. Alter, hier gibt es coole Gebäude in der Stadt. Wow. Ich meine, hier gibt es keine großen Gebäude. Na, von daher, mal gucken. Aber hier gibt es ein bisschen typische Gebäude, so wie das hier. Da kann man auch eine Menge draus machen. Genau, hier gibt es auch einen Trailerpark. Den können wir dann auch mal durchforsten. Aber ich glaube, mal erstmal machen wir ein paar Missionen. Damit wir mal hier experience-mäßig und geldmäßig ein bisschen vorankommen.
Denn gerade Essen ist am Anfang immer sehr schwer. So scheint es zumindest bis jetzt. Ja. Und da ich nicht weiß, wie wir an Essen kommen sollen, außer bei dem Automat, und da brauchen wir halt Geld, müssen wir jetzt also gucken, dass wir möglichst viel Geld bekommen. Und die bekommen wir halt, soweit ich jetzt weiß, vor allen Dingen durch Mission. So, die Theorie. So. Vielleicht finden wir auch so Geld, muss ich mal gucken. Vor allen Dingen, wie viel das denn ist, was wir auch so finden. Schon ist es 20 Uhr. Mensch, da geht halt aber schnell. Oh. Könnt ruhig alle liegen bleiben, Leute. Ah, ein paar Löcher gibt es ja schon. Das heißt, ein bisschen flicken muss ich dann da wahrscheinlich schon noch. Genauso wie ich hier auch eine Tür reinzimmern muss. Aber erstmal reicht das Ganze aus. Mal gucken, wie es noch geiles Geräusch. So. Ja, hier muss ich natürlich auch direkt zumachen. Das wird so natürlich gar nichts. Einen kann ich ja die beide hier direkt verwenden, ne? Aber beides so, ne? Aber wobei, guck mal, das ist eine richtig große Kiste. Aber die machen wir mal weg. Und klatsch erstmal alles da rein. Oh, den haben wir noch gar nicht ausgepackt hier. Oh, gut. So viel ist das auch gar nicht. War denn Schleichen? Ach so. Mal fangen die schon andere Sachen kaputt zu machen? So, wie war das? Rahmenform. Nee. Da. Hey, wie geht denn das? Da. Ach so. Habe ich natürlich unser ganzes Holz weggepackt. Wir haben auch kaum Holz, sehe ich gerade. Verdammt. Okay, erstmal hier die ganzen Assis wegräumen. Ja, schlag doch mal zu. Achso, ja. Bin ja gerade gerannt. Das war's mit der Ausdauer. Wir brauchen halt viel mehr Holz. Wir haben halt überhaupt kein Holz, ne? Wir haben halt überhaupt kein Holz, so. Bitte, was nochmal? Komm, der fährt kurz mal so ein Ding erstmal hier. Das Ding muss auch repariert werden.
So, wo sind meine Steine? Da sind Steine. Okay. Nehmen wir mal die Taschenlampe, wird ja gleich dunkel. Wobei, wir können doch, glaube ich, auch mit Fackeln Licht machen. So. Warum ist sie so dunkler, wie jetzt, wenn ich sie in der Hand habe? Also jetzt mal hier hin. Ja, so schon ein bisschen besser ausgeleuchtet. Holzrahmen, Holzform. Rahmenform, Holzform. Achso, Holzform sind ja direkt Holz, wenn ich die platziere, ne? Irgendwie so war es ja. Kann ich denn auch Form? Was gibt es denn alles für Form? Rahmenform, Pflastersteinform. Kann ich noch nicht machen, okay. Weil ich noch keinen Pflasterstein habe, oder? Ja, ich habe kein bisschen Pflasterstein. Ah, wie macht er denn Pflasterstein? Pflasterstein. Das und Lehm. Wir haben überhaupt kein Lehm. Boah, Alter, wir haben ja gar nichts an Grundnahrung. Also an Grundstoffen, Dings da. Huiuiuiui. Ah, es wird eine lange Nacht. Wir können nichts bauen aktuell. Das ist überhaupt nichts. Gut, dann will ich mal gucken, ob wir hier noch Sachen machen können. Oh, das ist ja genau das, was wir suchen. Das ist ja genau das, was wir suchen. Gibt es sonst keine Türen oder sowas? Gebäude echt so langweilig? Kein Nix, kein Keller, kein whatsoever. Dass ich immer erst aus der Hocke rausgehen muss, um springen zu können. So. Pflasterstein. Oh, jetzt können wir direkt zwei Pflastersteinformen machen. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann mache ich da auch direkt mal zwei. Und dann. Genau, Eisen habe ich auch dabei. Und da mache ich nämlich da vorne jetzt gleich mal dicht. Ach, scheiße. Die Platte dort ist in dem Block.
Und nur weil ich sie jetzt abbaue, das macht halt viel zu viel Krach. Ha. Da ist ja dumm. Gut, dann mache ich hiervon erstmal noch zwei weitere. Denn wir haben hier irgendwo noch zwei Löcher in der Mauer drinnen, ne? Da hinten haben wir noch ein Loch. Und hier hinten irgendwo noch ein Loch. Oder was auf der Seite da hinten? Weiß ich gar nicht mehr. So creepy hier, wenn du so leise sein musst. Warum ist da vorne Licht? Seid ihr denn verrückt? Man sieht uns doch mit dem Licht. Die Frage ist, wenn ich jetzt in die Nähe des Lichtes gehe. Ja, da kann man mich auch viel besser sehen. Also muss ich mich von Lichtquellen auf jeden Fall fernhalten. Ah, da bist du auch mal rein. Hier ist alles vollständig. Ich glaub's nicht. Ist der einfach ein fucking Hund? Natürlich kommt er zu uns. Warum hören die uns? Ja, wahrscheinlich, weil wir dann zu nah am Licht dran, ne? Ja, und der Hund kommt jetzt wieder direkt auf uns drauf zu. So rein durch Zufall natürlich. Kennt man ja. Ah, ich hasse es, wenn man nichts anderes machen kann als wegschleichen. Das ist ja super unterhaltsam gerade. Hat der Hund uns gesehen?
Wenn ja, how? Ach, Leute. Na gut. Dann würde ich mal sagen, heißt es in der nächsten Nacht erstmal gucken, ob wir daher wieder rauskommen. Ich meine, bisher hat uns nichts direkt gespottet, aber zumindest wissen alle, wo wir sind, wie auch immer das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Bis dann.